Guten Tag, ihr sagt, liebe Freunde. Und zwar gucken wir uns heute mal an aus der Perspektive eines Straßenbahnfahrers. Dieses Video habe ich gefunden und ich fand das super interessant. Ich sattel ja gerne mal um. Und jetzt mal aus der Perspektive eines Straßenbahnfahrers. So, und was hier passiert, liebe Freunde, unglaublich. Wir schauen uns das hier mal an. Und vor allem stellen wir uns dann die Frage, warum kommen wir immer in so einen Konflikt mit der Straßenbahn? Kommt, wir fangen einfach an. Bitteschön. Los geht's. Ich habe keinen Ton vergessen, der Ton kommt noch. Ja, da wurde gestreift. Warum der jetzt über die durchgezogene Linie fährt, also auf den Sonderstreifen von der Straßenbahn drauf oder überfährt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall drängelt sich der schwarze Audi jetzt dazwischen, zwischen parken, ist das ein parkendes? Ja, zwischen parkenden Auto und den silbernen hier. Sie guckt hier noch. Wittert oder wittert nicht? Knappe Geschichte. Und dann sehen wir in Rückspiegel. Ja, ihr seht es nicht, aber ich sehe es in Rückspiegel. Es hat nicht geklappt. Also schön mitgenommen. Ne? So. Eieieiei. Das ist immer so, wenn wir immer über die Schienen fahren. Ich sage es immer wieder. Schienen abchecken. 2, 3, 4, 5 Mal am besten abchecken. Wenn du nicht so eine gute Sicht hast, dann ruhig vor den Schienen nochmal anhalten. Ich meine, das ist ja hier eine wunderbare, anscheinend Linksabbiegespur. Vor den Schienen nochmal stehen bleiben, Schulterblick, alles abchecken, alles klar. Und dann guckst du, ob von rechts auch jemand kommt. Wenn dann keiner kommt, fährst du los und biegst da halt hier ab. Oder er wollte wenden, keine Ahnung. Los geht's. Hier, zack. Keine Ahnung, wo er hin wollte. Er rutscht einfach auf die Schienen drauf. Ich sehe es hier noch im Rückspiegel. Ja, hier, ihr seht es auch. Da. Da hat er ihn geschliffen. Da war er überhaupt lang? Ja. Der hat wahrscheinlich die Bahn gesehen. Dann hat er gesehen, hinter der Bahn kommt auch nichts. Hier ist auch alles frei. Super. Schnell rüber. Was hat er vergessen? Natürlich die Bahn, die von hinten kommt. Ne? Und die hat Vorrang. Linksabbieger müssen immer warten, auch wenn die Bahn von hinten kommt. Da. Einfach mal einen Schulterblick machen, dann hätte er sie sehen. Okay, der liegt neben der Bahn. Habe ich einen Rückspiegel gesehen? Oder einen Seitenspiegel? Den hat sich umgeflackt. Kinder. Alter, 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 Alter. Kinder, 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 ey. Kinder, Misstrauensgrundsatz. Spätestens ab hier hätte ich gebimmelt. Wenn ich sehe hier Kinder, hier. Wenn er losläuft, hätte ich automatisch schon. Aber die Reaktion muss sie erstmal haben. Misstrauensgrundsatz bei Kindern, automatisch. Ja? Alle Autofahrer, wenn ihr Kinder am Straßenrand seht, beobachten. Linksabbieger. Pass auf. Da träumt wieder einer. Jawohl. Genau wieder dasselbe Problem. Einfach mal nach links zurückgucken. Kommt da eine Bahn? Ja oder nein? Aber wie ruhig der bleibt, ne? Der drückt den vor sich weg. Ja, und er immer guckt jetzt die Kamera an. Ja, nimmt alles auf. Sehr schön. Wow, okay. So. Seht ihr das? Da vorne, der hier, nicht der hier, sondern der hier, wo jetzt das rote Bremslicht angeht. Der bremst, scheint hier Rückstau zu sein, weil der vorne bremst auch. Kann sein, dass er ein bisschen gepennt hat. Und so, oh, der bremst, ja. Dein Instinkt sagt dir, reißt das Lenkrad um. Wir wollen da hinten nicht drauf fahren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, jetzt kam die Dame hier mit der Straßenbahn schön lang gepfeffert. Ja. Und zack. Druck. Ach herrje, ach herrje. Tja, die Fahrt ist hiermit beendet. Ja, das ist dumm. Das ist wirklich absolute Dummheit. Denn derjenige, der hatte keine Lust, im Rückstau zu stehen und wollte anscheinend dran vorbei, weil das waren alles geradeausfahrer. Muss man. So,
hatte keine Lust. Vielleicht ist da vorne eine Linksabbiegerspur oder er denkt, er könnte da links abbiegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Bock auf Warten. Also ab über die durchgezogene Linie auf den Sonderweg der Straßenbahn. Und was passiert? Da kommt sogar eine Straßenbahn. Was für eine Überraschung. Haut er jetzt ab? Haut er ab? Macht der Fahrer Flucht? Draußen schlechtes Wetter, sowieso alles glatt und natürlich ist der Bremsweg elendlang. Bevor so eine Straßenbahn mal zum Stehen kommt, holla die Waldfee. Da, ich sehe schon. So. Nicht aufgepasst. Rübergefahren. Bad. Richtig mitgenommen, oder? Ja, von links, also er hat ja nicht gewendet oder so. Er kommt und schaut ja links, rechts. Da muss er doch die Bahn sehen. Vielleicht hat er wirklich gedacht, die Lücke schaffe ich noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt zeigen, wie die Bahn den Kleinen hier. Das kann nicht passieren. Also. Ja, er schafft es noch. Boah, da würde mir aber die Bremse gehen. Alter Schwede. Das Einfachste von der Welt. Einfach mal links, rechts gucken, kann ich hier rüber. Es ist aber nicht nur in Russland so. Es ist, wenn es in Russland ist, es ist auch bei uns zum Beispiel S-Bahnhof Pankow. Genau dasselbe. Die wollen noch die Tram bekommen, die wollen noch den Bus bekommen, die wollen noch die S-Bahn bekommen und dann laufen die kopflos rüber. Steven Rausch ist Fahrlehrer bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben. Er zeigt... Okay, gucken wir uns jetzt mal einen Kollegen an und der Kollege wird uns jetzt wahrscheinlich auch erklären können, warum es so wichtig ist, darauf zu achten, wenn eine Straßenbahn mit auf der Fahrbahn ist. Ne? Uns, was er täglich im Einsatz erlebt. Das ist zum Beispiel die Situation, ja, die Frau geht über die Straße und achtet überhaupt nicht auf den Straßenbahnverkehr. Und das ist eine Situation, die halt ganz oft entsteht. Noch häufiger sind Unfälle mit Autos. Der Klassiker, links abbiegen über die Gleise. Haben wir ja schon festgestellt, ne? Links abbiegen, keine ordentliche Verkehrsbeobachtung. Gegen tonnenschwere Straßenbahnen haben Pkw keine Chance. Hohe Sachschäden und schwere Verletzungen sind oft die Folge. Solche Unfälle kommen immer wieder vor. Nicht nur wie hier in Russland. Und hier... Du bleibst nicht auf den Schienen stehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Punkt. Hier haben wir eine klassische Situation, kurze Linksabbiegerspur. Mensch, hier ist eine Tankstelle, ich fahre mal schnell links rein. Hier gab es auch schon des Öfteren schwere Verkehrsunfälle. Wenn ein Crash bevorsteht, muss sich der Fahrer entscheiden, ob er eine Gefahrenbremsung einleitet. Steven Rausch zeigt uns, was dann passiert. Jetzt passt auf. Sie bremst. Hier ist das Problem bei Unfällen. Trotz Vollbremsung braucht die Bahn sehr lange, bis sie steht. Nachteil an der ganzen Sache, ich habe einen Verkehrsunfall verhindert, aber Oma ist hinten umgefallen, weil sie mit der Situation ja überhaupt nicht gerechnet hat. Und dann, wenn du Pech hast, kriegst du ja noch richtig schön einen auf den Sack, weil die Oma hier durch das Abteil geflogen ist. Weil du da vorne, weil da so irgendwo einer wieder nicht aufgepasst hat. Und wenn du wirklich Pech hast, knallst du in den rein und hinten fliegt die Oma auch nochmal durchs Abteil. Zu den 10 Unfall-Hotspots deutschlandweit gehören Chemnitz, Magdeburg, Dresden und Zwickau. Chemnitz, Magdeburg, Dresden, Zwickau. Berlin ist nicht dabei. Ich bin jetzt wirklich verwundert. Berlin ist nicht aufgeführt. Vielleicht aber kann moderne Technik helfen. Frankfurt am Main. Hier fahren schon jetzt Straßenbahnen, die Unfälle selbstständig verhindern. Thorsten Berger vom Hersteller Bombardier will uns zeigen, wie. Das System funktioniert mit Hilfe der Kameras. Also die schauen nach vorn, ca. 60 Meter und geben im Falle eines Kollisionsrisikos dann eine Warnmeldung an den Fahrer. Und in einem Fall, dass der Fahrer abgelenkt sein sollte, würde die Bahn selbstständig zum Stehen kommen. Also was jedes moderne Auto ja auch hat. Also bei mir ist das auch, beim Seat Arona, mein Fahrschulfahrzeug, wenn ich fahre und da vorne ist irgendwie jemand, dann piept der erstmal. Und wenn ich da nicht reagiere oder mein Fahrschul nicht reagiert, dann drückt er automatisch auf die Bremse. Wenn wir zum Beispiel einen Unfall mit dem LKW verhindern können,
So ein Unfall kostet uns ca. 500.000, also eine halbe Million. Doch solche Situationen werden auch Computer nicht ganz verhindern können. Solange Menschen am Lenkrad eines Autos sitzen, wird es weiter solche Unfälle geben. Die Bahn kann ja nicht ausweichen. Es geht nur vorwärts oder rückwärts. Nicht nach links, nicht nach rechts, wenn die Schienen es nicht erlauben. Wie viel Fußgängern und Radfahrern wir, ich will es mal einfach so sagen, das Leben retten, kann eigentlich fast gar kein Straßenbahnfahrer mehr mitzählen, weil das das tagtägliche Brot ist, was wir hier haben. Die Fahrer bleiben übrigens meist unverletzt, von psychischen Problemen abgesehen. Wer einer Straßenbahn zu nahe kommt, schadet vor allem sich selbst.